dass diese braunen Arschlöcher irgendjemand den Hintern abputzen. Es ist die Abrechnung der Bevölkerung mit einer völlig fehlgeleiteten Politik der deutschen Bundesregierung in der letzten Jahre, die eine Politik gegen das eigene deutsche Volk gemacht haben. Das Resultat der Wahlen in Thüringen und Sachsen ist ein Beweis dafür, dass Politik nicht ohne Menschen geht und dass man die Bevölkerung dort abholen muss, wo sie sich gerade befindet. Und das wurde wahrscheinlich in den letzten Jahren viel zu wenig getan von der Ampelkoalition und von den regierenden Parteien. Und dieses Feld wurde dann den populistischen und rechtsextremen Parteien überlassen. Für uns zeigt das, dass wir näher an den Menschen sein müssen, dass wir noch besser verstehen müssen, wo der Schuh drückt, dass wir die Menschen dort abholen müssen, wo sie sind, damit wir solche Dinge in Südtirol vermeiden. Ich glaube, dass das die anderen, also der ganzen Linksbündnisse, sicherlich durchziehen werden. Aber das ist dann das Demokratieverständnis dieser Systemparteien. Und das nächste Mal wird die Abrechnung dann erst richtig kommen. Dass diese braunen Arschlöcher! Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Deutschland überzog die ganze Welt mit Leid und Tod, ermordete 6 Millionen Juden. Am 1. September 2024, auf den Tag 85 Jahre danach, wird im deutschen Bundesland Thüringen eine parteistärkste politische Kraft, die laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist, mit einem Kandidaten an der Spitze, der wie ein Faschist redet und auch so genannt werden darf. Das ist schwer erträglich und macht diesen 1. September zu einer politischen Wegmarke und einer Mahnung an die Nachgeborenen. Mehr als 30% der Wählerinnen und Wähler in Thüringen und in Sachsen haben rechtsextrem gewählt. Zum allergrößten Teil sind das keine Neonazis, aber, und das ist nicht weniger erschütternd, es ist ihnen egal, rechtsextrem zu wählen. Dass diese braunen Arschlöcher irgendjemand den Hintern abputzen. An erster Stelle interessiert mich gerade, was macht dieses Wahlergebnis eigentlich mit dem Land? Dass die AfD erstmalig stärkste Kraft in einem Landtag wird, ist eine historische Zäsur. Und ich mache mir Gedanken über all die Menschen, die jetzt Angst haben, die in Kulturinitiativen arbeiten, die in Frauenhäusern arbeiten, Menschen mit Migrationsgeschichte. Und für uns ist ganz klar, wir stehen weiter bei diesen Menschen. Aber Frau Lang, ich hatte Sie nach dem Sicherheitsbedürfnis gefragt und daran anschließend die Frage, ist die grüne Migrationspolitik heute Abend hier in Sachsen und Thüringen nicht klar gescheitert? Nein, denn ich glaube nicht, dass das Thema ist, das die Menschen hier am meisten umgetrieben hat. Natürlich werden wir als Ergebnis auswerten müssen. Wir werden mit unseren Landesverbänden gemeinsam schauen, welche Konsequenzen ziehen wir eigentlich daraus. Wenn wir über Sicherheit sprechen, dann sehen wir doch, dass es die Ära Merkel gab, die eine gewisse Stabilität den Menschen gegeben hat. Diese Stabilität ist nicht mehr da. Dass diese braunen Arschlöcher irgendjemand den Hintern abputzen. Ich kann als Grüne natürlich nicht gut finden, wenn Menschen, in dem Fall schwere Straftäter, abgeschoben werden, von denen wir zumindest nicht wissen, wie ihr Verbleib aussieht. Das kann ich als Grüne selbstverständlich und als Mensch, der demokratisch gesinnt ist und auf den Rechtsstaat baut, zumindest habe ich Bauchschmerzen und ja, weiterhin offene Fragen. Und ich glaube, die sind auch angebracht an der Stelle. Dass diese braunen Arschlöcher irgendjemand den Hintern abputzen. Bekam 1.000 Euro sogenanntes Handgeld. Wie begründen Sie das denn, dass verurteilte Straftäter auch noch Bargeld von Deutschland bekommen auf ihrem Flug zurück nach Afghanistan? Also das führen die Länder durch, aber das geschieht deshalb und das ist auch ein übliches Verfahren, um die Rechtsstaatlichkeit zu garantieren und nicht zu riskieren, dass uns Gerichte bei dieser Entscheidung aufheben und sagen, es droht Verelendung in dem Land, in das wir abschieben. Wie gesagt, das ist ein ganz übliches Verfahren. Das soll quasi die Sicherheit der Maßnahme sozusagen absichern. Dass diese braunen Arschlöcher